Guten Tag und willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Und wir waren letztes Mal hier stehen geblieben im Kampf gegen den Rocket Rüpel. Wie das geklungen hat. Muss ich dich jetzt aufheilen? Toll. Nee, toll, jetzt habe ich keine Tränke mehr, aber ja, Supertränke gehen ja auch. Ist etwas Verschwendung, aber wir haben ja das Geld. Erstaunt. Ist so sehr erstaunt darüber, dass ich so gut zacken kann. Jetzt beiße ich ihm den Penis ab. Ja, jetzt zackt er bei uns. Was ein Zacktheater. Ja, ja, bis zum Morgengrauen. Ja, erstaunlich, nicht mehr verwirrt, wunderbar. Bis, ja, und erledigt. Rocket Rüpel besiegt. Ah, du bist gut. Ja, ich weiß. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Denk drüber nach. Lass dir die Chance nicht entgehen. Bei deinem Können, ja. Als ich das auf dem GBA gespielt habe, habe ich ernsthaft überlegt, zum Team Rocket zu gehen, aber leider gibt es ja nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Und was richtig cool. Kuno. Ja, los, Sucker. Die hässliche Ratte schon hier. Echt, dieser Zahn. Wie riesig der ist. Ja, erinnert mich an Hermine Granger. Also kennt jemand die Bücher von Harry Potter? Da wird ja auch beschrieben, dass sie riesige Zähne hat. Level 17. Rettern, ja. Da schicke ich natürlich meinen Rettern rein. Jetzt sehen wir, wer das stärkere Rettern ist. Wer das längere Ding hat. Ja, mein Ding ist länger. Haha. Ja, beide mit Ruhe, wir wissen es. Bis. Ja. Alles andere wäre Schwachsinn. Oh, schreckt sogar zurück. Das ist ja wunderbar. Schwachsinn wegen Bedrohung. Oh, Volltreffer, ja. Das war gerade ein Hexiker-Kampf. Camper Kuno. Scheiß Camper. Ja. Wird wieder jetzt langes Ding trainiert. War hier unten was? Außer Myraplas. Hier waren nur Myraplas und andere Viecher. Genau, Hornio war hier. Nee, ich will jetzt ein Myrapla. Ja. Okay. Oh, Level 13. Aber mein Team steht ja schon fest. Deswegen kann ich das jetzt nicht ins Team nehmen. Was soll ich einsetzen? Ich setze einmal Biss ein. Das wird schon nicht blöd. Ja. Ah, Speedy, 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 Speedy. Ist ja kein Trainerkampf, der wichtig ist. Noch Duft. Habe ich überhaupt noch Bälle? Ja, habe ich. Wunderbar. Los, Pokéball! Ah, wunderbar. Mal weg. Ja, Spitzname, war ja mein zweites Pokémon, war damals eigentlich weiblich, aber, wie könnte man sein zweites Pokémon nennen? Das ist jetzt richtig blöd, aber mir fällt einfach nichts anderes ein. Ja, Sekundo, zwei Sekunde. Anziehung. Ja. Vielleicht im strategischen Battling so zu gebrauchen, aber nicht hier. Los, Wanderer, kämpf gegen mich.
Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Topfit! Aha. Kasper. Los, Kasper. Heißt es eigentlich Macholo oder Macholo? Ich sag immer Macholo. Ja, toll. Kann ich eigentlich nur Giftstachel einsetzen? Biss ist ja nicht so effektiv. Volltreffer. Schade, keine Vergiftung. Verteidigung. Das ja auch immer selber Blick einsetzen. Ich habe das noch nie eingesetzt, glaube ich. Also, ich habe schon eingesetzt, aber nicht in diesem Let's Play. Fußkick. Wurde durch Gift verletzt. Ist doch gut so. Ich fand die Animation auch so auch auf dem GBA so langsam. Das ist ja schrecklich. Giftstachel. Bam, bam, bam. Kleinstein, ja. Ich glaube, so früh können die noch keine Bodenattacken, deswegen dürfen wir uns nicht gefährlich werden. Ja. So ein Scheißdreck wie Tettel. Ein Igler bringt ihm aber nichts. Wir greifen ja mit speziellen und nicht mit physischen Attacken an. Level 17! Jetzt wird wieder mein Samen trainiert. Dass er auch ja fruchtbar ist. Spritzer bleibt jetzt erstmal außen vor, der ist ja schon auf Level 19. Hier finden wir eine Pirsifbeere. Ja. So, bam. Die Trainer dagegen kommen zum Üben hierher. Hier sind auch sehr, sehr viele Trainer. Das ist wunderbares Training vor der Arena. Samen. Ja, Rankenhieb dürfte eigentlich sehr viel ziehen. Naja, geht jetzt. Habe ich mir erwartet. In der dritten Generation, das finde ich etwas schade, gibt es sehr wenige starke Pflanzenattacken. Solarstrahl zählt jetzt nicht, da muss man ja aufladen. Außer wenn jetzt gerade sonnenaktiv ist. Ich habe jetzt Samen ausgewechselt, weil Habita könnte sehr gefährlich werden mit seinen Flugattacken. Ja, Schnabel zum Beispiel. Ich glaube, Taubsi kann keinen Schnabel lernen. Da habe ich mich früher immer gefragt, warum? Warum? Hat Taubsi etwa keinen Schnabel? Du bist richtig gut. Richtig gut. Ja. Gleich der nächste. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Erst wird gefickt. Was? Alvaro. Onyx, ja. Das ist mit einem Schlag weg. Krankenhieb und weg. Ja, doppelte Sehr-Effektivität. Gegen Stein und gegen Boden. Ja. Besiegt. Vögel trainiert. Sollte ich ins Pokémon Center? Nee. MSN. Früher habe ich mal MS Under gesagt. Naja. Flecken. Oh Gott, das wird jetzt lang dauern. Los, Windstoß. Oh, Volltreffer. Wunderbar. Ja, dank Heuler zieht jetzt Windstoß noch weniger ab. Oh nein. Okay. Los, Windstoß.
definitiv werde ich jetzt noch einmal ins Pokémon Center gehen. Bei einem Trainer müssen wir auch gleich aufpassen. Sonst entgeht uns für eine kurze Zeit ein Item. Ja, ich möchte sie wieder fit machen. Los, Bitch, heil sie. Wenn sie am Bett sitzt, heilt sie, das weiß sie. Jetzt über die Nuggetbrücke wieder nach oben rennen. Ja, los. Hallo, mein Freund ist cool. Ja, schön für dich. Das ist gut zu vögeln. Windstoß. Fokus, ja. Bin um den Volltreffer landen. Jetzt schafft er das ja doppelt so häufig. Ja, hat jetzt nicht so viel abgezogen. Ja, ja. Level 18. Ist es soweit oder ist es nicht soweit? Naja, werden wir gleich sehen. Wieso hatte Gary einen Tauburger auf Level 17? Naja, egal. Mega Heap. Bah. Voll in die Fresse. Ja, natürlich Gifter und vergiftete Nanaten. Wunderbar wie immer. Volltreffer auch noch, ja. Nanaten wurde durch Gift verletzt. Ja. Muss ich gleich aufheilen. Toll. Ja, besiegt. Ja. Ich war nicht in Form. Ja, oh ja. Ich wollte sagen, hat dein Freund den nicht oft genug besorgt oder was? Tauboga, ja. Jetzt ist das Vieh auch noch stärker. Aber werden wir erst später sehen. Weil jetzt packe ich es erstmal nach hinten. Nein. Ich habe eigentlich nach unten gedrückt, aber egal. In der Bärentüte müsste etwas zum Gift heilen sein. Ja, Pirsifbeere. Vergiftung wurde geheilt. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ja. Sind es nicht die Leute, die von jedem Pokémon, also von einem Pokémon immer mehrere Exemplare haben? Also zum Beispiel 5 Einsteins, was ja überhaupt nichts bringt. Also ein Pokémon-Sammler sollte eigentlich was anderes sein, aber im Spiel, ja. Haben die nicht verschiedene Arten, sondern nur eine Art. Groß Mega Heap, das dürfte auch so killen. Ein Kill sein. Wollte gerade etwas Abwechslung reinbringen und AP sparen. Obwohl es eigentlich so wichtig ist. Kleinstein, Mioru. Sehr japanisch. Los Karate, Schlag. Vielleicht zieht Fußkick mehr ab. Soll ich mal gleich ausprobieren. Bam! Einstein, ja. Nicht drin bleiben. Geht ja gerade sehr gut voran. Fußkick. Ja, zieht genauso viel ab. So kein nennenswerter Unterschied. Oh, ein Verteidigung steigt. Sollte ich lieber nicht auf Mega Heap gehen.
18 entwickelt sich das nochmal. 18? Oh, hat doch nicht immer dasselbe. Immer das gleiche, meine ich. Oh, und ja, wie es weitergeht, werdet ihr im nächsten Part sehen. Hoho! Tschüss.